Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar Kleines Konto Großtraden. Ja, ich freue mich sehr, dass dieses Projekt, den wir, glaube ich, auch von Anfang an begleitet haben, wieder von Mario Lüdemann gestartet wird und der heute uns auch wieder zur Verfügung steht, mit uns hier das Webinar zu veranstalten. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie heute live dabei sind, sich für das Thema interessieren. Ist ein sehr spannendes Projekt, aber da wird Mario ja natürlich was dazu sagen gleich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt final den Bildschirm an den Mario übergebe, müssen wir wie immer kurz den Risikohinweis besprechen. Denn dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig. Am Ende müssen Sie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja? Sehr schön. Okay, also Mario, dann nochmal offiziell schönen guten Abend und den Bildschirm kriegst du jetzt. Ich wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, super. Vielen Dank, Nelson, für die freundlichen Worte und ein freundliches Hallo in die Runde. Heutiges Thema des Infowebinars ist kleines Konto, groß traden. Und das ist ein Thema, was mir extremst am Herzen liegt, wie sicherlich auch einige von euch wissen, weil ich bin selber vor mehr als 25 Jahren mit einem wirklich super, super kleinen Konto gestartet, nämlich mit 5.000 Mark damals noch. Und jetzt hoffe ich, dass es passt. Genau. Und bin damals mit 5.000 Mark gestartet an der Börse und es war damals die Telekom-Aktie, mit der das Ganze losging und es war viel auf und ab, das kennen vielleicht viele, bevor man wirklich mal dazu kommt, kontinuierlich jeden Monat mal 500.000 Euro und mehr zu verdienen. Da sind viele Wochen und Monate drüber ins Land gegangen. Habe ich dann aber 1998, also 2 Jahre später, dann hinbekommen und habe dann meinen Beruf als Vertriebsleiter aufgegeben und bin dann Trader geworden. Das muss man nicht. Viele wollen auch einfach nur so traden, um einfach Geld zu verdienen an der Börse, was auch vollkommen in Ordnung ist, um vielleicht sich das eine oder andere zu gönnen, früher in Rente zu gehen, was auch immer der Grund ist, zu starten. Wichtig ist eigentlich nur, dass man überhaupt anfängt, an der Börse zu investieren oder sogar zu traden. Und deswegen freue ich mich, dass so viele von euch heute da sind bei diesem Thema. Wir werden am Ende natürlich auch auf eure Fragen dann eingehen, werde euch so ein bisschen durch die Welt führen. Warum muss man eigentlich, wenn man ein kleines Konto hat, anders traden, als wenn man ein großes Konto hat? Werde euch ein bisschen mit ein paar Worten und Bildern zeigen, was der Unterschied zwischen Groß- und Kleinkonten ist, warum man mit einem kleinen Konto viel mehr prozentuale Gewinne macht als mit einem großen Konto. Trotzdem möchten natürlich alle gerne ein großes Konto haben, weil man am Ende noch mehr Geld machen kann. Und schauen uns auch an, wie der Prozess sein sollte, damit man erfolgreich wird. Weil machen wir uns nichts vor, viele Trader sind nicht so erfolgreich, wie sie es gerne wären und möchte einfach mal so ein bisschen aufscrollen, warum das so ist. Und ihr seht auch schon mein Buch, da bin ich vor ein paar Jahren zugekommen zu diesem Projekt, weil damals der Verleger mich auf der World of Trading angesprochen hat und gesagt hat, Mensch Mario, willst du nicht ein Buch zu dem Thema schreiben? Du hast doch selber das geschafft und da habe ich mich lange gewehrt, ein ganzes Jahr und dann ist es rausgekommen, jetzt gibt es das zwischenzeitlich schon in der dritten Auflage und kleines Konto, groß traden, um es gleich vorwegzunehmen, ist eine Live-Webinar-Reihe, die wir schon seit vielen, vielen Jahren veranstalten. Nelson hat es gerade schon gesagt. Dazu werde ich auch ganz am Ende was sagen, also sprich in gut 50 Minuten etwa. Da werde ich so 3, 4 Minuten ausholen, was wir denn bei kleinem Konto Großtraden auch im Webinar machen. Möchte aber vor allen Dingen jetzt erstmal darauf eingehen, warum will man überhaupt Trader werden? Also es gibt ja viele Gründe, irgendwie geile Sachen in deiner Freizeit zu machen, aber warum, wenn ich ein kleines Konto habe, um Gottes Willen, warum sollte ich Trader werden wollen? Und diese Frage müsst ihr euch, wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt, wirklich stellen. Warum um Gottes Namen wollt ihr das wirklich machen? Denn ihr könntet ja auch kellnern, ihr könntet Rasen mähen für andere, um Geld zu verdienen oder einfach nur das Leben genießen, so wie das jetzt ist. Also das meine ich auch wirklich ernst. Es ist wirklich wichtig zu wissen, warum man überhaupt Trader werden will. Wenn man das hat, warum man das machen will,
Und das können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Unabhängigkeit, nicht mehr einen festen Job nachgehen zu müssen, leben, wo man will. Das kommen wir schon zu den Dingen, die so auf der Positivseite sind. Da will ich aber noch gar nicht so drauf eingehen. Aber nur, um euch Gedanken ja, aufzuzeigen, warum man eigentlich Trader werden will. Das ist einfach wichtig für euer Gehirn. Für mich ist übrigens Trading der beste Beruf der Welt. Warum? Erstens, das, was ich werden wollte, Pilot werden, ging nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich gedacht, das ist der beste Beruf der Welt. Aber ich war zu groß und zu schwer und Englisch war auch nicht meine Stärke, deswegen kam Pilot nicht in Frage. Als Trader, Investor und heute auch als Unternehmer, ich habe 5 Unternehmen zwischenzeitlich, muss ich einfach sagen, Trading ist wirklich der geilste Beruf, den es gibt. Warum? Ich kann ihn von überall aus ausführen, wo ich unterwegs bin. Die, die mich kennen, wissen das. Ich reise unfassbar viel. Überall, wo ich hingehe, mein Wegbegleiter ist am Ende des Tages mein Laptop oder mein iPad. Das heißt, ich kann von überall aus agieren, wo ich will und wann ich will. Und ich kann dadurch noch als Trader mehr verdienen als viele, viele andere in ihren Berufen. Jetzt ist Geld nicht alles, ist mir vollkommen klar und darum geht es auch am Ende des Tages gar nicht. Aber diese Unabhängigkeit, die dieser Beruf mitbringt, ist für mich das, warum es für mich persönlich, nur für mich, der geilste Beruf dieser Welt ist. Ich muss niemand anders Rechenschaft ablegen zu dem, was ich mache. So, eine Frage, die natürlich viele Trader, wenn man das für sich positiv alles beantwortet hat, gesagt, ja, Trading könnte ich mir vorstellen, will ich auch machen, finde ich auch total geil, weil natürlich hat das ein super geiles Flair, also alles, was damit am Ende des Tages so zu tun hat, zumindest wenn man sich Videos und Filme anschaut. Ich bin ein großer Freund damals von Wall Street gewesen, den Film kennt ihr vielleicht auch, mit Michael Douglas. Und jetzt zur Zeit gucke ich eine Serie, die ich unfassbar gut finde, Billions, läuft gerade auf Sky, wo es auch um einen Hedgefondsmanager geht. Und dieses Leben, das ist genau das, was ich toll finde, dieses 2-3 Stunden am Tag als Trader zu agieren, nicht mehr und auch nicht weniger. Und das ist das, was ich möchte. Ich kann mit einer Stunde am Tag 30-40% Performance erreichen. Ich kann auch viel, viel mehr, wenn ich 6-8 Stunden traden wollte. Aber ich finde, so 3 Stunden ist für mich persönlich das Wichtigste. Doch warum muss man mit einem kleinen Konto anders agieren als mit einem großen? Wenn ich sage, ich kann mit einem Zeitaufwand von einer Stunde im Monat, am Tag locker meine 30-40% Performance machen, dann ist es auf ein Kapital von 1 Million vollkommen ausreichend. Auch für 500.000 reichen 40%. Immerhin reden wir von 200.000 Euro bei 500.000. Wenn ich aber nur 5.000 Euro habe und mein Ziel ist, 40% Performance zu machen, dann reden wir allerdings nur von 2.000 Euro. Im Jahr. Und daran sieht man schon, ja, ist cool, 40%, damit gehört ihr sicherlich zu den 10% besten Tradern, die es überhaupt gibt, was die prozentualen Gewinn angeht, wird euch aber nicht dazu verhelfen, ein 6-stelliges oder ja 7-stelliges Konto aufzubauen. Also da müssen wir noch ein paar andere Dinge berücksichtigen, darauf möchte ich so ein bisschen hier auch mit eingehen, wie man das schafft und auch wie ich das geschafft habe, ein so großes Vermögen am Ende des Tages aufzubauen. Denn am Ende habe ich genau 5 Jahre gebraucht, um finanziell komplett unabhängig zu sein. Aber machen wir uns nichts vor, der Anfang ist für die meisten Trader schwierig. Vielleicht auch für euch. Ich kenne nicht jeden Einzelnen, ich habe zwar immer die Teilnehmerliste offen und dann sehe ich natürlich schon viele Trader auch, die ich kenne, aus den unterschiedlichsten Bereichen und trotzdem viele kenne ich eben auch nicht. Und ich weiß aber natürlich aus mehr als 3.500 Trainings, die wir im Jahr mit unseren Kunden insgesamt machen, dass viele, gerade wenn sie am Anfang stehen, extremste Probleme haben. Und die sind halt unterschiedlichster Natur. Das fängt an mit Rahmenbedingungen, die für viele Trader nicht passend sind. Es geht los, dass sie oft bei dem falschen Broker sind.
ihr seid hier bei FX Flat super aufgehoben, aber es gibt halt auch wirklich viele schlechte Broker, die das verhindern, dass ihr am Ende des Tages erfolgreich sein könnt, weil ihr könnt nicht die Produkte handeln vielleicht, die ihr handeln wollt, ihr könnt nicht direkt, habt keinen direkten Zugang zur Börse, also all diese Dinge sind halt oft schwierig. Man weiß nicht, welche Software, man weiß nicht, welches Setup man handeln soll, oft ist der Markt gegen einen, also diese Dinge kommen halt wirklich sehr, sehr häufig vor. Und dann am Ende machen wir einen Strich drunter und dann muss man einfach akzeptieren. Und das erzähle ich euch auch nichts Neues. Ihr braucht nur bei euch selber zu schauen oder auch bei den Brokern. Ungefähr die Hälfte aller Kleinanleger verlieren Geld an der Börse. So, das ist nicht schön, aber man kann das ja ändern. Denn wie alles im Leben haben wir ja immer eine Wahl. Nur, wenn man davor sitzt, ist es für viele wirklich ein Problem, weil man weiß am Ende nicht, wo fange ich denn am besten an, wenn ich vor einem solchen Mammut häufig sitze. Das hängt an, Kontoeröffnung, richtige Software, welches Handelssetup, woher weiß ich, dass es funktioniert, wenn es bei mir nicht funktioniert. Das ist einfach wichtig, worauf man achten soll. Und dann auch, was soll ich denn eigentlich handeln? Weil jeder erzählt natürlich auch was anderes. Der eine sagt, Devisen ist super, der andere sagt, Indizes sind super. Ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe über 60.000 Trades gemacht, mehrere Milliarden Euro Umsatz. Alles funktioniert und trotzdem gibt es Dinge, die super schwierig zu handeln sind und es gibt Dinge, die sind einfach zu handeln und ich selber handle seit 25 Jahren Aktien, weil es aus meiner Sicht der einfachste Markt ist. Trotzdem handle ich natürlich auch mal Indizes. Ich bin auch jetzt seit 16 Monaten oder 17 Monaten auch Short im Euro gegen den US-Dollar. Also das heißt, ich habe schon auch, dass ich mal Devisen handle, aber eben nicht so als aktiver Trader, sondern eher als Position, die ich aus der Meta-Ebene sehe, mit der ich übrigens dann auch 15% in dieser Zeit gemacht habe. Das ist jetzt nicht mein Ziel, 30%, aber das ist einfach etwas, ein Trade, den man halt zusätzlich mitnimmt. Eine der größten Herausforderungen, vor denen Trades sowohl mit großen Konten als auch natürlich kleinen Konten steht, ist, wie finde ich eigentlich die profitabelsten Trades? Und da möchte ich auch gleich nochmal ein bisschen darauf eingehen, weil wir wirklich gerade in den bei den Kunden, die wir auch mittel- und langfristig betreuen, eigentlich da immer die größte Schwachstelle sehen am Ende des Tages. Also wie komme ich eigentlich dazu, die wirklich passenden Trades zu finden? Die Frage kriegen wir sehr, sehr häufig gestellt. Auch wenn wir mit Kunden sprechen, die im Screening-Dienst sind, die sagen, boah, wie findet ihr das? Am Ende ist es ein reiner Screening-Prozess. Also meistens stellt man ja fest, dass immer gerade die Aktien steigen, die man gerade nicht im Depot hat. Das geht uns oft so, weil wir können ja auch nicht alles gleichzeitig handeln. Aber durch einen guten Screening-Prozess, da schauen wir uns auch gleich kurz an, was so die zwei, drei Punkte sind, die euch unterscheiden müssen von all den anderen. Weil, machen wir uns nichts vor, wir haben ja schon gesagt, mehr als die Hälfte der Trader sind nicht erfolgreich. Die Zahl ist sehr, sehr hoch. Und was machen die anderen eigentlich alles falsch? Und diese Latte, was man alles falsch machen kann, ist halt unfassbar groß. Und eine derer ist, dass viele Trader an den falschen Aktien festhalten oder noch schlimmer, sich in zu kleinen Zeiteinheiten mit bestimmten Dingen aufhalten, ohne einen positiven Erwartungswert zu haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele verschiedene Setups und die meisten funktionieren tatsächlich irgendwie, aber wir wollen ja nicht irgendwie zum Ergebnis kommen, sondern das Ziel ist ja mit einer hohen Trefferquote und einem hohen, ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu agieren, dass unser Trade funktioniert. Und daneben gehört natürlich neben dem Skalierungsprozess natürlich auch das entsprechende Einstiegssetup. Und deswegen finde ich es manchmal ganz witzig, wenn man so durch die Netze mal strahlt, was ich wirklich extrem selten tue. Ich war noch vor einer Woche gut bei FX Flat auch gewesen in Ratingen und wir haben auch darüber gesprochen, Mensch Mario, tausche dich viel aus mit anderen Tradern oder auch Kollegen vielleicht. Nein,
Ich finde auch, dass das eine der größten Fehlerquellen auch ist. Also ich bin ein Freund vom Austausch grundsätzlich, aber immer nur mit Menschen, die genauso gut oder besser unterwegs sind als man selber, gerade was das Trading angeht. Leider tun sich aber viele Trader in Gruppen zusammen, die leider nicht erfolgreich sind oder nicht so erfolgreich, wie sie gerne sein wollen. Das ist ein großes Problem. Jetzt gehen wir weg von Börse jetzt in andere Bereiche hinein. Wenn ihr wirklich gut werden wollt, müsst ihr euch mit Menschen zusammentun, die jetzt schon besonders erfolgreich sind. Stimmt oder stimmt nicht? Schaut das bei Fußballern an und, egal welchen Fußballer wir nehmen. Wenn die zu einer guten Mannschaft kommen, egal wie gut die vorher waren, sind schon gut, sonst würden sie nicht zu einer guten Mannschaft kommen. Und dann werden die meistens erst richtig gut, wenn sie bei einer richtig geilen Mannschaft sind. Warum? Weil das Umfeld einfach passend ist. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Und so ähnliches verhält sich das bei den Tradern auch. Ihr müsst eine gute Community haben, also mit den richtigen Leuten zusammen sein, die richtigen Mentoren haben und. Dann werdet ihr erfolgreich. Nur das Rumstreifen in verschiedenen Facebook-Gruppen wird keinen erfolgreichen Trader machen. Weil die erfolgreichen Einstiegssetups werden euch da auch nicht gesagt, welche das sind. Das könnt ihr vergessen. Das müsst ihr entweder selbst herausfinden oder eben von jemandem, der erfolgreich ist, das Ganze dann duplizieren. Also vor allen Dingen ist es so, dass Setups in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedlich angewendet werden müssen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wann muss ich welches verwenden? Was nützt es mir in einer Marktphase wie jetzt, wo wir zwar Aktien haben, die auf Allzeithoch sind, aber diese Allzeithochs überhaupt nicht funktionieren, vernünftig zu traden? Trotzdem ist Allzeithochs traden eine sehr profitable Angelegenheit. Genauso wie es Sinn macht, Allzeittiefs zu traden. Nur Allzeit-Tiefs zu traden macht in solchen Marktphasen wie jetzt Sinn. Macht das Sinn in so Phasen wie letztes Jahr, wenn die Börsen nur steigen? Nein. Das heißt, man muss wissen, wann muss ich was tun als Trader, damit ich erfolgreich bin. Wie soll ich meine Stops verwalten? Eine der Fragen, die fast in jedem unserer Webinare auftaucht. Gibt es fast gar nicht, dass diese Frage nicht kommt. Der Stop ist zu groß, der Stop ist zu klein. Ich bin zu weit im Gewinn. Luxusproblem. Jetzt mit 100 € Risiko in einen Trade bis 500 € vorne kannst du den Stop aber nicht nachziehen. Am Ende ein reines Luxusproblem. Aber dieses Problem muss am Ende des Tages gelöst werden. Sorry, ich musste einmal kurz den Ton ausmachen. Das wird vielleicht auch nochmal passieren. Ich hatte sehr stark mit Husten zu tun die letzten Tage. Das sind so die Auswirkungen noch. Also sorry dafür. Also wie soll ich meine Stops verwalten? Etwas, was immer wieder kommt, das kennt ihr auch. Ich werde zu oft ausgestoppt. Und es hat nichts damit zu tun, dass jemand anders es auf eure Position abgesehen hat. Überlegt mal, wie groß ist eure Position, die ihr habt? Und glaubt ihr wirklich, dass ein Institutioneller das interessiert, eure Positionsgröße? Also auch ich werde zu früh ausgestoppt. Ärgere ich mich darüber? Nein. Es gehört einfach zum Beruf des Traders dazu, dass jeder zweite Trade nicht funktioniert. Schlussstrich. Kann auch sein, dass von 10 Trades 6 funktionieren, 4 nicht. Sei es drum, aber ungefähr jeder zweite Trade wird nicht funktionieren. Aber auch jeder zweite wird funktionieren. Wann steige ich am besten wieder aus einem Trade? Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Zum Beispiel, wenn man weit im Plus ist, soll ich überhaupt aussteigen? Soll ich den Stop nachziehen? Hier werden wirklich sehr, sehr viele Fehler am Ende des Tages gemacht. Gibt es eine pauschale Antwort darauf? Nein. Gibt es im Trading nicht. Das ist so ähnlich wie bei einem guten Rechtsanwalt. Die Auskunft, die man fast immer bekommt, ist, kommt drauf an. Und hätte ich nicht geglaubt, diesen Spruch habe ich schon vor Jahren gehört. Wir haben aber früher nie was mit Juristen zu tun gehabt. Seit wir aber jetzt einige Unternehmen gegründet haben, haben wir natürlich schon mal mehr damit zu tun. Und diese Aussage gilt leider auch an der Börse. Kommt drauf an bei vielen Dingen, denn es kommt auf die Marktsituation an, in der wir uns gerade befinden. In Marktsituationen, wo der Markt sehr schnelllebig ist, wie zurzeit, ist es immer wichtig, möglichst kurzfristig zu agieren, also nicht so mittlere Trades, die 4, 6 Wochen ausgelegt sind, weil der Markt sehr schnell dreht. Allein seit letzter Woche Dienstag, wenn ihr euch anschaut, wie stark der DAX nach oben gelaufen ist, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber roundabout vom Tief zum jetzt müssen es ungefähr 1000 Punkte sein. Vom Tief zum Hoch von letzter Woche Dienstag zu jetzt. So. Und das ist halt das Krasse. Da muss man drauf eingestellt sein. Das sind so diese typischen Bärenmarkt-Rallys. Ich habe die letzte Woche Montag in meinem Wochenausblick schon angekündigt, dass wir die erwarten dürfen, dass wir nicht auf weiter auf Short setzen werden, sondern erstmal abwarten, was passiert, beziehungsweise kurzfristig Long gehen. Also,
Wichtig ist, wann steige ich ein, wann steige ich wieder aus? Dafür braucht ihr einen Plan. Und das nennt man Handelsplan, wo genau drin steht, wann mache ich wann was. Für die unterschiedlichen Situationen muss das sein. Es muss einen Standardplan geben, wie jeder Pilot den hat, nämlich seine Checkliste. Und genau das braucht jeder erfolgreiche Trader am Ende des Tages auch. Und zu meinem Trading-Alltag gehört es eben auch, jeden Tag, wenn ich im Büro bin, zu schauen, wie sind die Märkte gelaufen, seitdem ich nicht mehr da war? Seit abends, ich sag mal so wie heute, 19 Uhr, wenn ich dann aus dem Büro raus bin. Das ist einer der wenigen Tage, wo ich so lange im Büro bin. Mein normaler Beruf als Trader endet im Regelfall um 16.30 Uhr, ganz, ganz selten eigentlich mal um 17 Uhr und startet im Prinzip um 8:30 Uhr. Wie viel Zeit wende ich fürs Trading auf als hauptberuflicher Händler? Wie gesagt, maximal 2 bis 3 Stunden am Tag. Da ist auch schon ein Unterschied zu einem Trader, der ein kleines Konto hat. Der wird nicht 2 bis 3 Stunden am Tag aufwenden können und wollen. Vielleicht wollen schon, aber vielleicht gar nicht können. Es reicht aus, um erfolgreich als Trader zu agieren, um hohe zweistellige Renditen zu erzielen, wenn man einen Zeitaufwand in der Woche von etwa 5 Stunden kalkuliert. Das reicht vollkommen aus. Wenn man Daytrader werden will, ist es was anderes. Wenn man ein großes Konto verwalten will, ist es was anderes. Aber normalerweise reichen 5 Stunden in der Woche vollkommen aus. Vorteil bei uns ist natürlich, wir haben ein Team. Wir machen eine Morgenroutine, schauen uns an, welche Märkte sehen wie gut aus. Muss man aber nicht, wenn man anfängt. Das sind so die Dinge. Ein kleines Konto wird halt einfach anders gemanagt, gehandelt, auch vom zeitlichen her. Und es muss auch. Erinnert euch an den Anfang. Wir haben darüber gesprochen, wenn ich sage, mir reichen im Jahr 40% Performance, wenn ich dafür 2 Stunden Zeit aufwende, ist das vollkommen easy, dann liegt das an der Kontogröße und dann kann ich auch mein Team mit einbeziehen, weil es sich einfach rechnet. Wenn ich aber anfange, ein Konto hoch zu traden, dann bin ich alleine und dann muss ich auch viele Dinge einfach selber machen, die jetzt vom Team erledigt werden. Vielleicht für die meine Geschichte nicht kennen. Also ich habe 96 mit 5.000 Mark die Telekom-Aktie zum ersten Mal getradet und 2 Jahre später habe ich mehr als 50.000 Mark damals gehabt und habe mich dann entschlossen, hauptberuflich zu handeln, weil ich mit 50.000 Mark über 5.000 bis 8.000 Mark im Monat an Gewinn erzielt habe. Und 1999 war mein Konto zwischenzeitlich so groß, dass ich prozentual einen Gewinn gehabt habe, den ich danach nie wieder erreicht habe, weil das waren so viele 100%. Jetzt war das auch eine geile Zeit. Das ist so ähnlich vergleichbar wie der Hype, den wir die letzten Jahre mit Bitcoins gehabt haben. So war damals der neue Markt. Deswegen darf man das auch nicht überbewerten, wenn man sagt, man macht viele 100% Performance. Die macht man normalerweise als Trader nicht. Ja, und 2001, also 5 Jahre nach meinem Start, hatte ich dann zum ersten Mal dieses wundervolle, geile Gefühl, zum ersten Mal 1 Million erreicht zu haben. Und das ist auch etwas, warum ich immer sage, kleines Konto, groß traden, das macht einfach Spaß, weil die 1. Million, das kennt ihr auch, ist am Ende des Tages die schwerste. Das weiß auch am Ende des Tages jeder. Die 2., die dann gemacht wird, sowohl an der Börse als auch als Unternehmer, ist dann am Ende nicht mehr wahnsinnig schwierig, weil ihr braucht ja nur noch verdoppeln. Also das ist eben der Riesenunterschied. Wenn ich nur 5.000 habe und will auf 1 Million, da reicht es mit verdoppeln nicht, sondern da muss ich ganz oft verdoppeln, um dahin zu kommen. Deswegen muss ich auch vom Ansatz her anders agieren. Und das war auch der Grund, 2017 dann das Buch am Ende des Tages dann doch zu schreiben, obwohl ich eigentlich keine Lust hatte. Und diesen Vortrag, kleines Konto, groß traden und auch diese Webinarreihe, die wir jetzt seit einigen Jahren immer wieder auch veranstalten und möglichst viele von euch, die auch Lust haben, aus einem kleinen Konto ein großes Konto zu traden, haben zwischenzeitlich mehr als 600.000 Trader gesehen. Und das ist einfach sensationell und da freue ich mich sehr drüber. So, also wir haben darüber gesprochen, dass es als Trader am Anfang viele Hindernisse gibt und das finde ich auch extremst wichtig, weil es gibt so viele, die draußen sagen, ah, Trading ist total einfach, macht das mal, das funktioniert. Deswegen fange ich immer meine Vorträge mit den Seiten an, die ich euch gerade auch gezeigt habe, dass Trading am Anfang eben alles ist. Nur nicht einfach. Es ist die schwerste Art, einfach Geld zu verdienen. Wenn ich aber diesen ersten Schritt erstmal hinter mir habe, ins Laufen gekommen bin und weiß, worauf ich achten muss, da muss man einfach sagen, dann überwiegen in der zweiten Phase eigentlich die positiven Dinge. Und das sind die unendlichen Chancen, die ihr halt als Trader
bekommt, wenn ihr denn tatsächlich erfolgreich sein wollt? Weil das ist die Frage, müsst ihr euch stellen. Erstens, wollt ihr Trader werden? Und zweitens, wollt ihr auch erfolgreich sein? Oder tradet ihr nur, um Spaß zu haben? Da gibt es viele. Machen wir uns nicht vor, viele traden, genau wie Pokerspieler auch, die spielen, weil sie gerne spielen wollen, sie traden, weil sie Gewinne machen wollen, aber es ist jetzt nicht so unfassbar wichtig. Für mich war es immer das Wichtigste am Traden zu gewinnen. Das ist auch nicht nur beim Traden so. Ich habe 2 Jahre semi-professionell Poker gespielt. Das Wichtigste für mich war gewinnen. Das ist auch heute noch so, wenn ich spiele, Gesellschaftsspiele. Es geht immer ums Gewinnen. Bin ich traurig, wenn ich verliere? Nein. Wenn ich das Beste gegeben habe, nicht. Und als Trader habt ihr halt unfassbar viele Chancen, weil der Markt fast jede Woche tolle Ideen für uns bereithält, wo wir die Chance haben, Geld zu verdienen. Ein kleines Anfangsinvestment, das ist eigentlich das, was es mir ermöglicht hat, überhaupt ein Millionenvermögen aufzubauen, weil ich es eben mit 5.000 starten konnte. Jetzt gibt es natürlich immer Menschen, die sagen, ja, aber 5.000 ist ja schon viel Geld. Ja, 5.000 ist viel Geld. Es kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Für viele sind auch 1.000 Euro schon viel Geld. Wenn ich aber an der Börse anfange, dann muss ich halt mit irgendeiner Summe anfangen und meine waren nun mal damals 5.000 und deswegen sagen wir auch bei kleinen Konten immer, das ist ein Investment. Das sind aber auch 1.000 Euro, das sind auch 10.000. Es kommt halt immer auf den Blickwinkel drauf an. Der Vorteil eines Traders, das habt ihr vielleicht ja auch schon gemerkt, ist, dass die Anfangshürden einfach sehr gering sind. Man kommt relativ schnell rein. Die größte Herausforderung ist eigentlich der Kontoeröffnungsantrag beim Broker. Den habt ihr wahrscheinlich alle schon hinter euch. Und dann kommen die Dinge, über die wir anfangs gesprochen haben, den richtigen Screening-Prozess und. Schauen wir gleich nochmal einen Blick drauf. Vorteil für mich ist eben diese Ortsungebundenheit. Mein Ziel für die zweite Jahreshälfte 2022, das habe ich auch Nelson letzte Woche noch erzählt, ist tatsächlich, ich möchte wirklich mit einer Stunde Zeitaufwand im Handel klarkommen und ich möchte auch meine Unternehmen mit maximal 2 Stunden am Tag führen. Das heißt, ich möchte mit einem halben Tag auskommen, sowohl als Trader als eben auch als Unternehmer und das, obwohl ich 4 bzw. 5 Unternehmen führe. Warum? Weil das gar nicht so schwierig ist. Das Einzige, was man braucht, ist am Ende des Tages eine gute Organisation. Und ich möchte es gerne eben von dem Punkt aus machen, wo ich das machen möchte. Und wenn ihr schaut, die nächsten Wochen auch bei mir, ich bin so viel unterwegs. Und warum kriege ich das hin? Weil mich Börse am Ende nur 1 bis 2 Stunden am Tag Zeit kostet. Und ist es für mich Arbeit? Nein, es ist keine Arbeit, weil Börse ist etwas, was ich liebe. Wenn ich mal nicht an der Börse agieren kann, weil ich krank bin oder was weiß ich. Ich gucke jeden Tag danach, was machen die Kurse, welche Chancen gibt es und kann ich noch irgendwo einen Trade aufsetzen. Das Schöne ist, anders als mit einem Geschäft, was ich eröffne, irgendwelchen anderen Dingen, das Risiko ist immer kalkulierbar. Ich weiß immer bei jedem Trade, was ich mache und wie groß meine Chance ist. Aber vor allen Dingen, ich weiß ganz genau, wie viel Geld ich maximal verlieren kann als Trader. Und etwas, das ist den meisten Menschen nicht bewusst und schon gar nicht den Tradern, den meisten Investoren auch nicht. Und das ist etwas, was uns als Trader extremst zugutekommt und was mir auch geholfen hat, aus einem kleinen Vermögen ein großes zu machen. Das ist der Zinseszins. Und wenn ihr das mal in den Zinsrechner auch eingebt, dann seht ihr wirklich den Unterschied, was es bedeutet, wenn man Geld langfristig mit hohen Renditen anlegt oder als Trader eben diese hohen Renditen durch seine Arbeit erwirtschaftet. Und das bringt ein so unfassbares Vermögen mit sich, was da möglich ist. Das kann man eben zwar erzählen, aber verstehen tut man es erst, wenn man das Ganze in Zinseszinsrechner eingegeben hat. Ich möchte euch zeigen, der Unterschied zwischen dem, wie viele Trader agieren im Konto und wie man es optimieren kann. Und zwar geht es da um den Bereich Zinseszinseffektes gegenüber konstantem Risiko. Die meisten Trader arbeiten mit einem konstanten Risiko. 50 Euro, 100 Euro und kommen damit auch gut klar. Und wenn sie die Anfangsschwierigkeiten überwunden haben, werden sie dann, wenn sie sich richtig reingehangen haben, im Idealfall auch vielleicht sogar mit Unterstützung das gemacht haben, relativ schnell erfolgreich werden. Relativ schnell ist immer an der Börse ein dehnbarer Begriff, weil man muss, und da muss man auch ehrlich sein, sich selber schon 6 Monate Zeit geben. Wenn man das vorher schafft, ist es perfekt. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die
mehr als 6 Monate gebraucht haben. Aber das ist etwas, was ihr euch auf jeden Fall an Zeit geben solltet. Langfristig kann man so viel erreichen, das kennt ihr. Kurzfristig sind manche Dinge einfach schwierig und bei Börse gibt es halt viel zu lernen und viel Erfahrung auch zu sammeln. Aber hier geht es jetzt erstmal um das Risiko und der Zinseszins ist eigentlich auf eurer Seite. Das heißt, wenn ihr in einen Markt investiert und immer mit einem konstanten Risiko agiert, werdet ihr natürlich nach oben kommen. Ihr kommt aber viel schneller nach oben, wenn ihr die Gewinne, die ihr gemacht habt, nicht ausgebt, sondern immer wieder anlegt, also immer wieder diesen Zinseszinseffekt nutzt. Ihr habt 100 Euro Gewinn gemacht, beim nächsten Mal investiert ihr diese 100 Euro mehr und wieder und wieder und wieder. Und was das hier im Skalierungsprozess bedeutet, das seht ihr hier sehr schön auf der Zeitachse, es geht halt unfassbar schnell nach oben. Weil mein Ziel ist es, möglichst viele Trader, und wie gesagt, wir haben jedes Jahr mehr als 3.500 Seminarteilnehmer, möglichst vielen Menschen dazu zu verhelfen, unabhängig zu arbeiten, unabhängig zu sein, das Trading für sich zu nutzen, ob nebenberuflich, hauptberuflich steht, vollkommen außer Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das wird auch häufig erst auf diesem Weg entschieden bei den meisten Tradern. Und mein Ziel war es tatsächlich, finanziell unabhängig zu werden, einmal 1 Million zu besitzen. Das hatte ich nach wenigen Jahren zum Glück erreicht. Was dann lange Zeit mein Ziel war, war, ortsungebunden zu leben und nicht mehr abhängig zu sein. Und jetzt muss ich sagen, ohne dass ich dieses Ziel hatte, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich in den letzten 2 Jahren ausgezeichnet wurde, jeweils mit dem Black Bull Award Trader des Jahres. Weil jetzt ist natürlich mein Ziel, auch Trader des Jahres 2022 zu werden, weil so ein Hattrick zu machen, ist natürlich eine geile Sache. Was man aber dafür tun muss, um erfolgreich wirklich zu traden, und ich habe darauf 25 Jahre hingearbeitet, ist es natürlich profitabel zu traden. Und das ist ja auch das, worum es gerade bei kleinen Konten geht. Nirgendwo ist es so wichtig, profitabel zu traden wie bei kleines Konto. Und vor allen Dingen vernünftige Trades zu machen. Und das ist das Problem. Die meisten Trader handeln weder mit einem festen System, noch handeln sie kontinuierlich immer wieder dasselbe. Würdet ihr bei einem Piloten niemals erleben, dass der heute so fliegt, morgen so fliegt, übermorgen so. Nein, die fliegen immer nach einer festen Regel. Und das ist eben wichtig. Und wenn ihr zum Beispiel einen Trading Mark habt, der so aussieht wie das hier, was ich hier herausgesucht habe, und das ist so der Sommer 2021 gewesen, wenn ihr in so einem Markt unterwegs seid, und es ist vollkommen egal, ob das jetzt der DAX ist, das könnte auch ein Währungspaar, was auch immer sein, dann ist es so, so schwer, hier in einem solchen Markt wirklich Geld zu verdienen. Sucht euch also Märkte aus, wo das deutlich einfacher ist, und wie die aussehen sollten, zeige ich euch gleich. Weil wir sind als Menschen eigentlich gewohnt, nur eine Richtung zu traden. Und das ist aufwärts. Das heißt, wir setzen auf Kurse, die steigen. Das ist für unser Gehirn am einfachsten. Ist Trading für unser Gehirn grundsätzlich einfach? Nein. Unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, Trader zu werden. Macht es Spaß, Trader zu sein? Ja. Es macht auch Spaß, Karussell zu fahren, Roulette zu spielen, alles. Und wir Menschen sind am besten im Trading, wenn wir auf steigende Kurse setzen. Warum? Weil es für uns etwas Normales ist, dass wir etwas kaufen, was man anschließend teurer wieder verkaufen kann. Ist es die profitabelste Art des Tradings? Nein. Die profitabelste Art des Tradings ist, Short zu traden, auf fallende Märkte zu setzen. Das, was wir in den letzten 8, 10, 12 Wochen erlebt haben. Das ist das profitabelste Trading. Eigentlich, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich immer nur auf der Short-Seite agieren. Geht das immer? Nein, auch nicht. Weil irgendwann werden die Märkte bei Null und dann wird es auch nicht mehr funktionieren. Warum ist Abwärtstrends oder Short Traden besser als Long? Es wird immer gesagt, ja, Short Traden ist ja viel gefährlicher und. Gehen wir viele in Ausbildung darauf ein, dass das nicht so ist. Es ist eine rein mathematische Geschichte. Aber ein Markt braucht sehr, sehr lange, um 6 bis 8% nach oben zu laufen, nämlich im Durchschnitt ein Jahr. Ein Markt braucht aber, um 10, 20% zu fallen, manchmal nur eine Woche. Ihr seht also, nach unten geht es viel, viel schneller als nach oben. Und deswegen ist es viel, viel lukrativer, auf der Short-Seite zu traden. Und es macht am Ende des Tages auch viel mehr Spaß, wenn man viel mehr Geld verdient. Ist es schwer? Kommt drauf an, wenn man weiß, wie es geht, nicht. Das ist wirklich schwer zu traden. Seitwärtstrends würde ich auch keinem Trader raten, gerade auch mit kleinen Konten, euch da aufzureiben in solchen Bereichen. So.
Also, was hilft jetzt, wenn wir Trader werden wollen? Wir haben viele Dinge gesehen, die wenig Sinn machen. Also, es macht keinen Sinn, in Seitwärtstrends herumzuhängeln. Es macht vor allen Dingen keinen Sinn, irgendwelche Indikatoren zu nutzen, um die Verantwortung auf einen Indikator abzuschieben, um anschließend nur wieder zu sagen, ja, der Indikator war blöd oder immer werde ich abgefischt oder. Also sucht ruhig die Schuld beim anderen, es bringt euch nur nicht weiter. Also was ist denn am Ende des Tages die Lösung? Und das ist eben wichtig. Wir haben vor 4 Wochen eine Umfrage bei unseren Kunden gemacht. Vielleicht war auch der eine oder andere von euch mit dabei gewesen. Und 80% der Trader, die von uns kommen, sind im Gewinn. Und warum? Weil sie diesen Screening-Prozess, der so extremst wichtig ist, vernünftig machen. Neben vielen anderen Dingen, die als Trader auch wichtig sind. Aber schaut euch diesen Chart an gegenüber dem, den wir vorher gesehen haben. Da fällt euch relativ schnell am Ende des Tages wahrscheinlich auf, wo der Unterschied liegt. Bei dem einen, den wir gesehen haben, ging es eigentlich nur seitwärts. Und das ist häufig eben das Problem, dass viele Trader einfach keinen super sauberen Markt traden, sondern am Ende des Tages immer etwas traden, von dem sie glauben, dass einigermaßen funktioniert. Wir haben das vorhin gesehen, der Markt ging hoch. Ich zeige das mal hier so hin und dann ging das so seitwärts. Und das macht halt keinen Sinn. Also das ist, wenn man zu viel Zeit und zu viel Geld hat, kann man das machen, aber es bringt halt nicht wirklich was. Wichtig ist, etwas zu traden, was in eine Richtung zeigt, und zwar nach oben. Etwas zu traden, was in den letzten Wochen, so wie hier, 30% Performance gemacht hat, das ist genau das, was wir suchen, um erfolgreich zu traden. Weil wir wollen ja nicht 6% im Jahr machen, sondern wir würden gerne 10, 20, 30% machen. Im Idealfall nicht im Jahr, sondern vielleicht im Quartal. Also schöner wäre es fast noch im Monat, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, dass wir starke Aktien brauchen. Dann ist es wichtig, dass ihr ein gutes Trading-Setup habt. Das heißt, ein Markt muss stark nach oben laufen, braucht eine schöne, aber nicht zu starke Korrektur am Ende des Tages. Dann brauchen wir den Einstieg wieder und dann lassen wir den Trade am Ende des Tages immer, immer weiter laufen. Das heißt, wir müssen nur noch den Trade verwalten, bis er am Ende des Tages im Gewinn ist. Und das ist einfach etwas, worauf es eben am Ende des Tages ankommt. Und diese Trades, die ihr hier zeigt, das sind eben alles Trades, die wir auch immer live handeln, live gehandelt haben, weil auch das ist etwas, was wichtig ist. Wir zeigen nicht auch bei uns in der Facebook-Gruppe nicht jeden Tag irgendwelche Trades. Aber wir machen das einmal in der Woche, um zu demonstrieren, wie Trading funktioniert und welche Trades wir oder unsere Kunden am Ende des Tages umsetzen. Denn das ist auch etwas, was wir eben bei kleines Konto Großtraden machen. Wir besprechen eben alle Trades live. Das heißt, wenn wir in Trade eingegangen sind, dann werden wir erklären, wieso, weshalb, warum sind wir diesen Trade eingegangen. Und auch wenn wir ausgestoppt werden, unabhängig ob im Gewinn oder im Verlust, jeder einzelne Trade wird besprochen. Und das ist eben, wo der größte Mehrwert am Ende des Tages rauskommt, weil es geht nicht darum, ob man viele Gewinntrades in einer gewissen Zeit hat oder Verlusttrades. Man muss wissen, wenn man Gewinntrades gemacht hat, habe ich alles richtig gemacht. Und noch wichtiger, wenn ich Verlusttrades gemacht habe, muss ich wissen, habe ich alles richtig gemacht und darf ich diesen Trade genauso wieder aufsetzen oder habe ich einfach einen Fehler gemacht? Und wenn ich diesen Fehler nicht finde, werdet ihr diesen Fehler 10-mal, 100-mal, 1000-mal immer wieder machen, bis ihr kein Geld mehr habt. Und das ist das Problem. Und deswegen ist es so wichtig, von Anfang an zu wissen, wie funktionieren Trades richtig. Und das Ganze machen wir seit vielen, vielen Jahren. Ihr seht hier, 2015 haben wir das erste Mal kleines Konto Großtraden gemacht. Da gab es das Buch noch gar nicht. Das ist 2 Jahre später entstanden. Und da kann man dann ganz gut sehen, wir starten eigentlich immer wieder mit der gleichen Summe 5.000 Euro und dann versuchen wir halt möglichst schnell nach oben zu kommen. Und das Ziel ist halt immer von mir, dass man im Schnitt pro Woche so 1% ohne Hebelprodukte macht. Also wirklich reines Investment und dann das hinzubekommen, 1 Stunde Zeitaufwand, 1% pro Woche, ohne dass man überhaupt ein Hebelprodukt benutzt hat. Wenn man das benutzen möchte, okay, muss jeder für sich selber entscheiden. Weil man sagt, ich bin profitabel, ich möchte schnell in den Gewinn kommen, ich kann diese Schwankungen aushalten. Super. Aber am Ende des Tages ist es auch nur etwas, was am Ende des Tages im Kopf entsteht. Und wie gesagt, kleines Konto, Großtraden veranstalten wir jedes Jahr. Und es macht immer unfassbar viel Spaß, das zu machen. Deswegen habe ich hier auch einfach mal mehrere Trading-Journale rausgesucht für euch, damit ihr das einfach auch seht. Das geht immer fortlaufend, auch hier wieder 9% in wirklich kurzer Zeit, also in 4 Wochen vom 4. bis November bis zum 3.12. Also, wie
Wir haben immer die Länge, ist sehr variabel bei uns, kleines Konto, groß traden. Wir gehen immer mehr dazu hin, das in kürzeren Zeitintervallen zu machen, weil viele Kunden einfach sagen, wir möchten es nicht über viele Wochen machen, sondern möglichst zeitintensiv, sehr schnell. Warum? Kann ich gut nachvollziehen, weil sonst erstreckt sich natürlich auch der Content über viele Wochen. Jetzt haben wir es kompakt gemacht und das ist das, was auch der letzten Umfrage zufolge sehr gut ankommt und soll aber nicht darüber hinwegtäuschen. Wir werden halt immer alles live machen, auch mit einem Live-Konto, weil das eben extremst wichtig ist. So, wir setzen das Ganze auch um bei einem Konto. Wir zeigen immer, wie wir in den Trade reingehen, wie wir rausgehen. Wie gesagt, wir setzen den Trade, zeigen auch, wie man die Handelssoftware benutzt, zumindest wie wir unsere Handelssoftware benutzen. Und am Ende des Tages muss sich dann jeder eigentlich nur die Frage stellen, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Also bin ich schon profitabel oder bin ich nicht profitabel? Und wenn ich nicht profitabel bin oder du nicht profitabel bist, dann musst du dir einfach nur die Entscheidung, die Frage stellen, soll das so bleiben oder will ich das ändern? Das ist die einzige Entscheidung, die du treffen musst und die kann ich dir auch gar nicht abnehmen. Steht mir auch gar nicht zu. Wenn du aber sagst, ja, will ich, dann lade ich dich ein, so kleines Konto groß traden und deinen Start in die finanzielle Unabhängigkeit zu machen. Denn das, was du dann machst, ist das, was viele, viele hunderttausend Kunden vor dir auch schon gemacht haben und damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Weil das ist am Ende des Tages wichtig, weil es nützt halt nichts, das wisst ihr selber, wenn man etwas macht, was nicht profitabel ist. Trading muss profitabel sein, sonst macht es langfristig auch keinen Spaß. Also wenn du mit dabei sein willst, dann solltest du auf jeden Fall die nächsten 5 Minuten auch noch zuhören, weil jetzt geht es einmal kurz um die Inhalte und dann komme ich zu euren Fragen. Was erwartet dich bei unserer Webinarreihe? Ein kleines Konto groß traden. Wir werden darüber sprechen, was das Ziel eines jeden Traders sein muss, um aus einem kleinen Konto ein großes zu machen und nicht ein kleines Konto zu behalten. Weil das ist wichtig, denn das ist das, was die meisten Trader haben. 95% der Trader schaffen es nicht, aus einem kleinen Konto ein großes zu machen. Mein Ziel ist es aber, euch genauso auf diese Reise mitzunehmen, auf die ich gegangen bin, um aus einem kleinen Konto ein großes zu machen. Thema Broker und Charting ist deswegen wichtig, damit man wirklich weiß, wie muss ich denn mit dem Zeug wirklich umgehen? Broker ist klar, habt ihr. Welche Software brauche ich? Reicht mir die Software, die ich habe? Oder wo suche ich mir auf jeden Fall noch Ersatz? Das sind beides Dinge, die kriegen man sehr schnell abgehandelt, weil wir wollen die Hauptzeit natürlich auf diese Dinge verwenden, die wirklich wichtig sind. Das Fundament des Tradings ist das Risiko- und Money-Management. Wie baut man Kapital wirklich richtig auf? Und da helfen halt keine pauschalen Aussagen wie, naja, mach mal 1% von deinem Konto, das wird schon irgendwie funktionieren. Nein, funktioniert so nicht. Ihr müsst wirklich wissen, wie ihr damit umgehen müsst, weil ihr wisst selber, wie ihr tickt, was ihr braucht. Und ich kann euch zeigen, was halt wichtig ist, damit ihr euer Konto auch nach oben skalieren könnt. Ich möchte euch zeigen, wie Screening wirklich funktioniert. Das heißt, wie findet man richtige Aktien? Wir werden nicht auf Devisen eingehen, es sei denn, es ist eine Sondersituation da und ich werde ja auch nicht großartig Rohstoffe, Bundfuture oder sonstige Dinge machen. Wir werden uns es müsste schon wirklich eine Ausnahme sein, ausschließlich um Aktien kümmern, weil hier die größten Gewinnchancen gerade für Trader warten, vor allen Dingen, wenn man mit kleinen Konten agiert. Ich werde euch zeigen, wie einfach es ist, Trendhandel umzusetzen und zwar wirklich so, dass ihr am Wochenende den Screening-Prozess macht, 2 Stunden vielleicht Zeitaufwand habt und dann nochmal eine halbe Stunde am Tag maximal, weil mehr braucht man als Trader nicht, wenn man eben solche Performance-Zahlen erreichen möchte. Wenn man mehr machen möchte, dann muss man auch am Ende des Tages mehr Zeit investieren. Da beißt die Maus keinen Faden ab, aber für ein Konto in dieser Größe darf der Zeitaufwand auch nicht wirklich größer sein als 4-5 Stunden in der Woche. Handel aus der Korrektur, eines der profitabelsten Möglichkeiten zu handeln, denn gerade wenn Kurse zurückkommen, kann man wirklich extrem gute Trades machen. Das hat nichts damit zu tun, dass man in ein fallendes Messer greift, sondern es geht darum, nicht am Hochpunkt zu kaufen, sondern wenn der Markt wieder sich erholt, dann mit einem extrem guten Setup, was wirklich gut funktioniert, das Ganze umzusetzen. Und auch wenn es am Ende steht, ist das, was ich hier zeige, eigentlich das Wichtigste. Es steht nur deswegen fast am Ende Handelsvorbereitung, weil man braucht diese anderen Dinge, die wir vorher machen, um zu wissen, was muss ich denn eigentlich machen, damit es wirklich rund funktioniert. Das ist eigentlich eines der Dinge, das viele Menschen auch im normalen Leben manchmal nicht wirklich gut zusammenbekommen, dass man erst
wissen muss, alle Punkte kennen muss, damit man wirklich weiß, wie brauche ich den Handelsplan und wie muss ich mich eigentlich vorbereiten? Was macht ein professioneller Händler genau so, wie ich das auch machen muss, damit ich genau informiert bin, wenn ich im Markt agiere? Denn wenn du nicht informiert bist im Markt, lass es sein. Und wir werden auch auf das Thema Emotionen eingehen, weil Angst und Gier im Trading bestimmt am Ende deinen Ertrag. Also bestimm die Regeln doch bitte selber und werd nicht Spielball der anderen. Kennst du vielleicht selber vom Trading, wenn du mal in so einer Situation warst, du bist weit vorne oder weit hinten, dass du nicht mehr frei bist in deinen Entscheidungen und ich möchte dir helfen dabei, deine Regeln selber zu bestimmen, dass du nicht mehr Spielball der Märkte bist. Und wie gesagt, wir werden die Trades live besprechen, die wir aufmachen, die wir schließen, wieso, weshalb, warum. Und wenn du sagst, ja, genau das ist das, was ich mir vorstelle, das würde ich gerne machen. Start ist am 7. Juni. Das Ganze findet in 8 Teilen statt, das Ganze, weil wir möglichst viel Content in kurzer Zeit auch unterbringen möchten für euch. Es sind immer Doppelfolgen am 7., 8. und am 13. und am 17. jeweils 2 Stunden Content. Und natürlich werden wir eure Fragen hier auch dann beantworten, wie jetzt auch gleich im Anschluss hier im Webinar. Teilnahme an diesem 8-teiligen Webinar, das ist das, worum es bei Kleines Konto geht. Wir stellen euch das theoretische Wissen natürlich zur Verfügung, auch darüber hinaus, also nach dem Kurs habt ihr das theoretische Wissen trotzdem noch. Wir zeichnen alles auf, auch wenn ihr mal nicht dabei sein konntet. Ihr habt am nächsten Werktag immer die Aufzeichnung der entsprechenden Webinare. Und wie gesagt, wir zeigen euch natürlich auch die Live-Trades auch aus der Vergangenheit, also damit ihr auch daraus am Ende des Tages lernen könnt. Insgesamt habt ihr mehr als 25 Stunden Videomaterial, was wir euch hier bei Kleines Konto zur Verfügung stellen. Und das Ganze ist natürlich live. Also die 8-teilige Webinarreihe ist komplett live, so wie sie in den vergangenen Jahren auch immer live stattgefunden hat. Und Zugriff habt ihr immer mindestens für ein Jahr auf das, was wir hier bei Kleine Konten machen. Kommen wir jetzt zum Schluss, bevor ich auf die Fragen komme. Und das ist immer die Frage, die immer natürlich am Ende des Tages kommt. Was kostet mich das, um in Kleines Konto Großtraden live mit dabei zu sein, um die ganzen Vorteile für mich mitnutzen zu können? 690 Euro kostet die Ausbildung für Kleines Konto Großtraden. Das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was die Investmentausbildung kostet. Warum? Weil ich einfach möchte, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, die sich für Trading interessieren, auch profitabel zu handeln. Deswegen machen wir das so. Und für alle, die sich schnell entscheiden, und das wisst ihr als Trader, geht es immer darum, schnelle Entscheidungen zu treffen. Für alle, die sich heute noch anmelden, gibt es einen 10%igen Rabatt, wenn ihr das Kürzel KKGT10 mit nutzt. Und anmelden könnt ihr euch ganz normal über meine Webseite mariolüdemann.com, kleines Konto, groß Trade. So, und jetzt genug von mir, von meiner Seite. Jetzt komme ich auch gerne zu Fragen, Kundenbewertung zu kleinen Konten, lasse ich einfach nebenbei laufen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Wir haben noch so 10 Minuten Zeit. Dann beantworte ich gerne alle eure Fragen. So. Eine Frage ist reingekommen. Aufgrund der aktuellen Verlustbegrenzung von 20.000 Euro produziere ich mit meiner aktuellen Strategie im Jahr 20.000 Euro Verlusttrades und 30.000 Euro Gewinntrades. In Summe also 10.000 Euro Gewinn. Das ist schön, aber damit werde ich kein kleines Konto, kein großes Konto erreichen. Wie gehe ich mit einer solchen Problematik um? Das ist eine gute Frage. Wenn du das richtige Produkt handelst, hast du diese Problematik gar nicht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn man hat diese steuerliche Problematik, die wir haben, das was übrigens natürlich total blöd ist. Daran sieht man einfach auch, dass unser ehemaliger Finanzminister, jetziger Bundeskanzler, was das angeht, da muss man einfach sagen, das ist halt wirklich schwierig. Ne? Die haben einfach kein Interesse daran, dass Menschen finanziell unabhängig werden. Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Sachen. Aber auf deine Frage hin, wenn du Aktien tradest, gibt es diese Verlustbegrenzung so nicht. Und deswegen haben wir damit auch nichts zu tun. Das heißt, du kannst auch 100.000 an Verlusttrades haben und 200.000 an Gewinntrades. Wenn du Aktien handelst, hast du dann 100.000 Euro Gewinn. Und damit schaffst du es dann schon innerhalb von 5, 6 Jahren, deinen Ziel, ein Millionendepot aufzubauen, sehr, sehr gut. Also das ist am Ende des Tages das Ding. Also am Ende hängt es tatsächlich an den Produkten, die man handelt.
damit man es schafft, aus einem kleinen Konto ein großes Konto zu machen, damit man nicht in diese Problematik hineinfällt, die hier gerade angesprochen wurde. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja auch etwas, was sehr, sehr lange dann auch durch die Medien gegeistert ist, wo man gesagt hat, ja, wie geht man denn damit um? Also ich habe mir da nie einen Kopf drum gemacht und es ist am Ende des Tages auch vollkommen unerheblich, weil wie gesagt, wenn ihr Aktien handelt, so wie ich das mache, hat man damit eigentlich überhaupt kein Problem, das Ganze umzusetzen. Grundsätzlich lässt sich sagen, so als Trader, und wie gesagt, ich mache das jetzt seit über 25 Jahren hauptberuflich, es gibt immer wieder Situationen, wo man denkt, oh, das könnte ja schwierig sein. Und am Ende muss man sich eigentlich immer nur überlegen, wie kann ich die derzeitige Situation für mich nutzen? Und das ist als Trader eigentlich eines der schönsten Dinge, weil wir direkten Einfluss auf fast alles haben. Wir können Dinge nicht verändern. Das ist klar. Aber was wir machen können, ist von den jeweiligen Situationen profitieren. Ich bringe ein einfaches Beispiel, was man als Trader eben auch hätte sehr gut umsetzen können. Hat jetzt gar nichts mit dem direkten Handel von Aktien zu tun. Aber jeder von uns weiß eigentlich seit Wochen, dass die Zinsen angehoben werden. Man hätte also sehr, sehr einfach genau darauf setzen können, dass das kommt. Und umsetzen kann man das natürlich mit entsprechenden Produkten, die auch angeboten werden von den Brokern. Und das haben wir gemacht. Wir haben halt ganz normal darauf gesetzt, dass die Zinsen steigen, dass die Kurse fallen und habe damit in den letzten Monaten viele, viele tausend Euro Gewinn einfahren können. Habe ich diese Position immer noch? Ja, das ist eine Position, die ich mittelfristig halte, weil es gibt einfach keinen Grund, sich davon zu trennen. Im Trading ist natürlich oft so, dass wir Positionen haben, die nur wenige Tage da sind, manchmal auch nur wenige Stunden. Darum geht es auch gar nicht. Das kann ich euch auch ganz gut zeigen, weil wir haben ja vorhin gesagt, wenn wir handeln, wollen wir eigentlich immer nur das handeln, was im Moment Sinn ergibt. Und wenn man in einem Markt unterwegs ist, dann muss man halt genau wissen, was man tut. Und die unter euch, die vielleicht regelmäßig meinen großen Marktausblick verfolgen, die wissen, als wir hier am Montag den Marktausblick gemacht haben, da habe ich gesagt, ja, die letzten zwei Tage waren nicht gut. Ist auch ein typisches Bild, was sehr häufig kommt. Donnerstag, Freitag geht es bergab. Montags häufig auch noch. Und dann kommt im Prinzip das, was wir hier sehen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Vom Tief zum Hoch haben wir hier halt gerade 1000 Punkte gemacht. Also es geht nie darum, was an der Börse gerade nicht funktioniert, sondern ihr müsst euch immer überlegen, was funktioniert. Und das sind eigentlich so die Dinge, auf die es am Ende ankommt. Auch ein aktueller Trade, der schon ein bisschen länger läuft, ist eben diese komplette Abwärtsbewegung im Euro gegen US-Dollar. Das kann man natürlich auch auf kleinen Zeiteinheiten traden, in der Stunde, auf der Minute, fünf Minuten, wie auch immer. Aber wenn ihr sowas seht, dann ist es halt super, super easy, das am Ende des Tages eben für sich umzusetzen. Oder wenn wir bei uns in den Screening-Dienst gehen, auch das ist ja etwas, wo sich eben viele auch mit beschäftigen, wenn man gerade im Bereich von Aktien unterwegs ist, also was läuft besonders gut. Und wenn wir uns dann Positionen anschauen, möchte ich hier gerade einmal machen, sorry, dann sieht man eben, wir haben hier zum Beispiel die Position aufgemacht, wir haben gesagt, okay, die Aktie befindet sich hier in einem Abwärtstrend, der hier runtergegangen ist. Wenn wir hier unter das Tief fallen, dann möchten wir was tun? Short gehen. Und stellt euch selber die Frage, wärt ihr hier in so einer Situation short gegangen? Im Nachgang wird man wahrscheinlich sehr schnell sagen, ja, warum haben wir das gemacht? Weil der Markt hier eben sehr sauber nach unten gelaufen ist, hier nie starke Rücksetzer gemacht hat, sondern immer nur so in die Höhe der letzten Tiefs, die hier waren. Und dann seht ihr, was passiert ist. Der Markt rutscht hier ab und dann geht es eigentlich nur darum, mit welchem System findet man diese Dinge. Das sind die Sachen, die wir halt da besprechen. Wenn man sich oft anschaut, wie viel Performance ist es gewesen? Naja, wenn wir hier zur Seite gehen, sehen wir gut 20%. Und wenn wir uns das anschauen, das sind nicht mal 30 Tage gewesen. So, und das ist eben etwas, was so spannend ist, was so wichtig ist, oder neue Shorts von uns, Amazon hier, nachdem hier dieses Gap entstanden ist, da zu sagen, da müssen wir unbedingt in einen solchen Trade hinein. Natürlich haben wir nicht dieses Gap bekommen. Das funktioniert halt nicht als Trader, weil du weißt vorher nicht, dass es dieses Gap gibt. Aber danach geht es eben darum, zu sehen, kann ich das Ganze für mich nutzen? Und die Frage, die gerade reingekommen ist, hoffentlich gibt es eine Aufzeichnung, da gehe ich von aus, weil im Prinzip Epic Trade alles
immer am Ende des Tages aufzeichnet und dann bei YouTube auch hochlädt, was ja auch super ist, damit man das Ganze dann auch für sich nutzen kann. Und das ist eben das, was eben am Ende wirklich super, super wichtig ist. Also ihr müsst das Verständnis als Trader entwickeln, dass jede Nachricht, die kommt, Konsequenzen im Aktienmarkt hat, und zwar sofort. Wir kriegen sie nur nicht sofort umgesetzt, weil wenn wir keine Daytrader sind, können wir halt nicht davon profitieren, von dem, was hier gerade passiert. Aber das ist auch nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass ihr lernt, wie ihr mit solchen Situationen umgeht und wie ihr nach diesem Gap beispielsweise hochprofitable Trades aufsetzen könnt. Und wenn ihr sagt, naja, das lohnt doch nicht, ihr habt das Gap ja schon gegeben, dann muss man einfach gucken, das war bei 2600, im Tief waren wir bei fast 2000, auch wenn wir jetzt bei 2,2 sind, sind es immer noch weit, weit über 10% und das auch mal wiederum in 1 bis 2 Wochen. Und so könntet ihr Wert für Wert nehmen, den wir bei uns auch im Depot haben, wo man einfach sagt, boah, was ist da abgegangen? Auch hier sieht man das sehr gut bei Charter Communication. Hier haben wir uns entschlossen, wir wollten, haben die Aktie auf die Watchlist genommen. Hier sind wir eingestiegen in den Trade. Da waren wir noch bei 580 gewesen. Im Tief waren wir bei 410. Wir sind jetzt bei 460. Aber auch das ein richtiger Weg nach unten. Und das ist eben das, worauf es ankommt. Also ihr braucht halt diesen Prozess, den wir vorhin auch besprochen haben, einen guten Screening-Prozess. Ihr müsst wissen, welches Setup müsst ihr wann anwenden. Darum geht es am Ende des Tages als Trader. Wenn ihr das habt, dann kann euch eigentlich nichts aufhalten. Das Problem ist bei den meisten wirklich nur, sie sind Spielball ihrer eigenen Emotionen und trauen sich häufig nicht, auf ihr Gefühl zu hören, wenn ihr einen guten Trade gefunden habt, diesen umzusetzen. Und deswegen schulen wir das eben gerne mit euch, um zu sagen, das ist das, worauf ihr achten müsstet, damit ihr das für euch umsetzen könnt. So, und wenn ihr noch eine Frage habt, dann schreibt sie gerne noch in den Chat, dann würde ich die noch mit aufnehmen. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht noch gerade auch einen weiteren Blick noch kurz auf den Markt werfen, weil das ist vielleicht noch ganz spannend ist, weil wir sehen hier, wenn wir beispielsweise auf den S&P 500 gehen, den wir ja gestern auch im Wochenausblick besprochen haben, wir haben hier eine starke Bewegung nach unten gehabt, aber das, was wir jetzt hier sehen, ist halt kein neuer Aufwärtstrend, kann kommen, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich erstmal eine Bärenmarktrallye. Aber sie funktioniert halt sehr gut. Und wir müssen als Trader eben hier nur immer die richtigen Entscheidungen treffen aus solchen Dingen. Ist es hier das, was wir glauben, oder ist es das, was es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist? Und am Ende geht es tatsächlich immer um die Wahrscheinlichkeit. Im Trading ist das das Einzige, worauf ihr immer zu 100% bauen könnt. Das ist Wahrscheinlichkeiten. Ein guter Trader sagt, nee, das brauche ich nicht. Das stimmt auch, weil ja auch ich brauche zum Beispiel keinen Tradingplan unbedingt und ich brauche auch nicht unbedingt das Trading Journal. Habe ich es? Ja. Warum? Weil ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, nur dann den Fehler wieder finden kann, wenn ich ihn im Trading Journal stehen habe. Das ist relativ simpel. Treffe ich Bauchentscheidungen oder andere Trader? Jein. Eine Bauchentscheidung ist ja keine wichtige Bauchentscheidung, wenn ihr Erfahrung aus 60.000 Trades habt, weil ihr habt alles schon gesehen und leitet dann daraus ab, was kommt. Deswegen bleibe ich dabei. Ihr braucht einen Plan, damit ihr erfolgreich handeln könnt. So, jetzt kommen noch 2 Fragen rein, die will ich noch gerade mitnehmen. Broker, freie Wahl. Ja, ich finde, jeder sollte da agieren und da handeln, wo er sich wohlfühlt. Und wenn es die Sparkasse in Dagobertshausen ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und Dagobertshausen gibt es tatsächlich, könnt ihr googeln. Ich habe sogar schon mal überlegt gehabt, eine Firma dort zu gründen, weil ich es einfach total spannend fand in einem Ort wie Dagobertshausen. Aber ja, Broker ist für mich sowieso egal, weil ich habe da nichts von und will ich auch gar nicht, sondern es geht darum, ihr müsst die Software halt beherrschen bei dem Broker, wo ihr seid. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. Und noch eine Frage, die reingekommen ist: Wie handelst du zum Beispiel den S&P 500? Gibt es denn irgendwie den auch als Aktien? Ja, tatsächlich kann man auch einen Index handeln, und zwar über einen sogenannten ETF. Kann man sehr, sehr einfach. Ihr könntet, das wäre die Möglichkeit über einen ETF beispielsweise, das ist der SPY, den ihr hier seht. Den kann man entweder direkt handeln, man kann ihn auch als CFD handeln. Dann habt ihr im Prinzip das abgebildet, was ihr im S&P 500 seht. Ihr könnt auch den Mini- oder Micro-Future auf die entsprechenden
Indizes handeln. Also das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und es wird am Ende des Tages dann tatsächlich genauso gehandelt wie eine Aktie. Wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, das in Aktien zu handeln oder in ETFs, weil wir dann eben mit der Verlustbegrenzung nichts zu tun haben. So, und dann liegt ja auch nicht der Verlustbegrenzung. Also ich bin kein Steuerberater, aber meiner sagt immer nein, Aktien und ETFs unterliegen nicht dieser Verlustbegrenzung und somit haben wir damit auch am Ende des Tages kein Problem. Ja, und wenn ich auf die Uhr schaue, dann ist es fast eine Punktlandung. Es sind noch 20 Sekunden bis 19 Uhr. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Fragen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren für das Thema kleines Konto, Großtraden, weil es ist am Ende des Tages ein Schritt, den man machen muss, um aus einem kleinen Konto ein großes zu machen. Aber man muss ihn am Ende des Tages tun. Ja, und damit gebe ich wieder zurück zu Nelson. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Mario. Bezüglich der Aufzeichnung hattest du schon gesagt. Also Aufzeichnung hat funktioniert und wird dann so schnell wie möglich online gestellt, so dass Sie entsprechend die Informationen nochmal nacharbeiten können. Wenn jetzt Fragen noch im Nachhinein aufkommen, dann können Sie gerne an uns schicken und wir leiten das gerne weiter. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich allen einen schönen Abend, diese Woche noch eine erfolgreiche Woche. Wenn Sie die Veranstaltung von Mario am Wochenende besuchen, dann viel Spaß dabei oder aber entsprechend auf der Invest in Stuttgart. Da sind wir auch vertreten. Würden wir uns freuen, Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.